Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Kapitel von digitaler Signalverarbeitung auf FPGAs. In diesem Kapitel geht es um die diskrete Fourier-Transformation und die vier Abschnitte, die wir uns dazu angucken werden, ist der erste, den ich getauft habe, die Fourier-Familie, also die ganzen Varianten von einer Fourier-Transformation, die es gibt. Dann die zweite ist die diskrete Fourier-Transformation. Das ist die Variante, die für die digitale Signalverarbeitung besonders wichtig ist. Dann ein wichtiger Punkt ist die Frequenzauflösung, weil das wollen wir oft wissen, wenn wir eine Fourier-Transformation machen, wie genau können wir denn auf der Frequenzachse hinschauen. Und schließlich gucken wir uns noch die schnelle Fourier-Transformation oder Fast Fourier Transform FFT an. Wenn Sie noch extra Material brauchen, weil das Thema DFT ist manchmal nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, gibt es vom Jörg Lovisach noch zwei sehr gute Kurse, deren Links ich Ihnen hier angegeben habe. Und schließlich gibt es noch den EDX-Kurs Discrete Time Signals and Systems, der auch sehr gut auf dieses Thema einsteigt. Schauen Sie mal, wenn Sie noch extra Material brauchen, die lohnen sich auf jeden Fall. Gut, fangen wir also mit dem Teil 1 an. Wie gesagt, habe ich genannt die Fourier-Familie. Und dazu schauen wir uns nochmal eine Folie aus dem zweiten Kapitel an, um einfach mal zu zeigen, was wir überhaupt machen wollen hier in diesem Kapitel. Wir starten mit einem analogen Signal. Bei dem weiß ich jetzt, wo sich daraus zusammensetzt, nämlich aus einer Sinus- und einer Kosinus-Schwingung mit unterschiedlichen Frequenzen. Oft kenne ich aber diese Frequenzen nicht und will die erst durch eine Analyse herausbekommen. Das analoge Signal taste ich ab und bekomme dann ein abgetastetes Signal. Klar, zeitdiskret und vielleicht auch noch quantisiert. Wenn ich jetzt diese Sequenz in die Frequenzebene umsetze, dann bekomme ich das Spektrum eines analogen Signals heraus. Wie gesagt, das ist was ich normalerweise gern wissen möchte, aber meistens nicht kenne. Und ich habe das Spektrum meines abgetasteten Signals. Das ist ein periodisches Spektrum, weil mein Signal ja abgetastet ist. Das haben wir auch uns im zweiten Kapitel angeguckt. Alle abgetasteten Signale haben periodische Spektren. Wir werden uns jetzt in diesem Kapitel angucken, dass es noch nicht ganz so einfach ist, dass es auch, um hier hinzukommen, wir noch ein paar Anstrengungen machen müssen. Und warum machen wir das? Einer der wichtigen Ziele, einer der wichtigen Anwendungen, ist sicherlich die Abschätzung eines Spektrums von einem analogen oder einem zeitdiskreten Signal. Das heißt, ich habe ein unbekanntes Signal, das messe ich und ich möchte möglichst gut durch meine ganze Prozedur herausbekommen, was denn da wohl für Spektrallinien, bei welchen Frequenzen und mit welchen Energien drinstecken. Dann ist auch ein wichtiger Zweck, das gucken wir uns im vierten Kapitel ein bisschen an, wie entwerfe ich zeitdiskrete Filter in der Frequenzebene? Weil ich habe oft Spezifikationen, ich weiß, welche Dämpfung ich in einem bestimmten Frequenzbereich haben will und die eigentliche Realisierung des Filters passiert aber in der Zeitebene. Das heißt, ich muss irgendwie von meinen Spezifikationen der Frequenzebene zu meiner Implementierung in der Zeitebene kommen und da hilft mir die DFT auch dabei. Schließlich wird für DFT und verwandte Transformationen oft dazu benutzt, zeitdiskrete Signale in der Frequenzebene zu komprimieren. Der MP3-Algorithmus ist ein wichtiges Beispiel davon. Dann ist die schnelle Faltung ist noch eine Anwendung. Wir haben ja gesehen, dass die Faltung relativ aufwendig durchzuführen ist. Und dass aber auch, wenn ich diesen Faltungsoperator quasi transformiere in die Frequenzebene, dann muss ich nur multiplizieren. Und heutzutage gibt es so schnelle Fourier-Transformationsalgorithmen und so schnelle Rechner-Hardware, dass es oft bei komplizierten Filtern, dass es oft schneller ist, diese Operation in der Frequenzebene durchzuführen, also zu multiplizieren, anstatt zu falten und dann das Ganze wieder zurück zu transformieren.
Eine wichtige praktische Anwendung der DFT nutzen Sie vermutlich genau in diesem Moment jetzt auch, nämlich wenn Sie Daten übertragen wollen, und zwar über eine relativ breite Bandbreite und das robust machen wollen, dann macht man das oft so, dass man die Übertragung auf viele parallele schmale Frequenzbänder aufteilt. Und das steckt zum Beispiel in dem UFDM-Standard drin, der beispielsweise bei WLAN und auch in Powerline verwendet wird. Und die Idee dahinter ist die, wenn ich einen starken Störer habe bei einer bestimmten Frequenz, dann kann ich dieses eine oder mehrere von diesen schmalen Frequenzbändern nicht nutzen für meine Übertragung, aber alle übrigen funktionieren dann noch. Das ist halt wichtig in so gestörten Umgebungen wie bei Powerline, also wenn ich übers Netz übertrage, und bei WLAN auch, weil in diesem Frequenzband tummeln sich halt noch viele andere Sender. Und die Kenngrößen, die ich generell habe bei der Fourier-Transformation, ist die Anzahl der Zeitenfrequenzpunkte, die ich gern haben möchte oder beziehungsweise die ich habe, die Bandbreite, die ich je Frequenzband oder Frequenzpunkt zur Verfügung habe, und jetzt im Zeitbereich, wie lange meine minimale Mess- oder Einschwingzeit dauert. Und das kann man sich leicht überlegen, dass diese Parameter natürlich nicht unabhängig voneinander sind. Das heißt, je schmaler zum Beispiel meine Bandbreite ist, desto länger muss ich messen, desto länger ist meine Einschwingzeit. Und dieses Zeit-Bandbreite-Gesetz nennt man auch die Unschärferelation der Nachrichtentechnik. Und damit kommen wir auch schon zu dem bekanntesten Vertreter der Fourier-Familie, das ist die sogenannte Fourier-Reihe. Und auf Englisch nennen wir das die Continuous Fourier Transform. Und das Continuous bezieht sich auf die zeitkontinuierliche Natur. Die lässt sich recht gut darstellen aus Sinus- und Kosinusfunktionen, weil sie genau wie Sinus- und Kosinusfunktionen periodisch und damit unendlich ausgedehnt ist. Wenn ich mir das jetzt anschaue, wie ich das aus Sinus- und Kosinusfunktionen zusammensetzen kann, dann sehe ich, ich habe hier eine Grundschwingung. Die Grundschwingung entspricht jetzt hier so dem ersten Knödel. Das heißt, das ist die kleinste, niedrigste Frequenz, die darin auftaucht. Und dann kommt die zweite, dritte, vierte und so weiter Oberwelle. Das heißt, man kann die Sinus- und Kosinusfunktionen, die da drin enthalten sind, abzählen. Die sieht man aus der Formel, die Amplituden quasi, die komplexen Amplituden im Frequenzbereich, die sind abzählbar, Ks-Element aus Z. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit von Sinus- und Kosinusfunktionen rede, dann hat das damit zu tun, dass ich hier jetzt nur den Betragsgang quasi darstelle. Es gehört natürlich auch noch ein Phasengang dazu und den Phasengang meiner Fourier-Reihe, den kann ich halt durch unterschiedlich gewichtete Sinus- und Kosinusfunktionen der gleichen Frequenz darstellen. Wir schreiben hier eine komplexe E-Funktion. Das haben wir schon gesehen, dass da Sinus- und Kosinusfunktionen drin stecken, und eine gewisse Phasenbeziehung. Das ist einfach eine deutlich kompaktere Schreibweise, als separat Sinus- und Kosinusfunktionen zu schreiben, bedeutet natürlich aber das Gleiche. Als Index habe ich jetzt hier dran geschrieben einmal k. Hier ist mir nur die k-te Frequenz, also k mal f1, Kehrwert von dieser Periode meiner Schwingung darstelle. Ich kann es natürlich aber auch als eine normale physikalische Frequenz darstellen. Das Spektrum, was dann da rauskommt, ist diskret, weil ich hier nur eine bestimmte Auswahl von Sinus- und Kosinusfunktionen habe. Und es ist aperiodisch. Es wiederholt sich nicht, das Spektrum. Das werden wir nachher noch sehen, dass bei zeitdiskreten Funktionen, dass dann das Spektrum periodisch wird. Und weil das hier ein analoges Signal ist, kann ich von dem eine Spektralschätzung auch nur mit analogen Methoden vornehmen. Oder ich muss es halt digitalisieren, aber dann sind wir bei den Methoden, die wir uns als nächstes angucken. Das heißt, wenn ich da eine Spektralschätzung von machen kann, dann kann ich beispielsweise eine Filterbank aufbauen mit unterschiedlich abgestimmten Bandpässen
und schauen, wie viel quasi durch jeden Bandpass durchkommt. Oder ich kann ein durchstimmbares Bandpassfilter nehmen. So waren früher Spektrum Analyzer aufgebaut. Die haben einen Bandpassfilter durchgestimmt und haben dann auf einem Oszilloskop dargestellt, wie hoch jeweils der Betrag war, der bei einer bestimmten Frequenz durch dieses Bandpassfilter durchgekommen ist. Dann gibt es das Fourier-Integral. Auch das ist eine Continuous Fourier Transform, weil auch das ist ja ein zeitkontinuierliches Signal. Im Gegensatz zu dem vorigen Beispiel, das ist eine aperiodische Funktion. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es damit nicht mehr ganz so leicht, nicht mehr ganz so gut möglich ist, diese Funktion jetzt durch Sinus- und Kosinusfunktionen darzustellen. Es geht auch. Man bezahlt aber natürlich einen Preis dafür. Und der Preis ist, dass ich jetzt eine unendliche Menge von Sinus- und Kosinusfunktionen brauche, um jetzt dieses Signal hier darzustellen. Ich muss ja dafür sorgen, dass jetzt in diesem Beispiel hier, hier überall sich die Sinus- und Kosinusfunktionen gegenseitig aufheben, damit hier 0 dabei rauskommt. Dafür brauche ich halt unendlich viele. Das heißt, aus der diskreten Anzahl von Sinus- und Kosinusfunktionen wird jetzt hier eine ja, kontinuierliche Verteilung sozusagen. Doch hier gilt das Gleiche wie für das vorige Beispiel. Auch hier kann ich eine Spektralschätzung nur mit analogen Messmethoden machen. Das ist jetzt ein Signal, wie es in der Realität eher vorkommt, weil es ist klar, in der Realität gibt es keine richtig periodischen, unendlich ausgedehnten Signale. Das heißt, Signale in der Realität sind immer eher so ein bisschen wie dieses Signal hier. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der uns eigentlich interessiert. Jetzt kommen wir zur zeitdiskreten Signalverarbeitung. Und wenn ich jetzt das Signal von der vorigen Folie, wenn ich das abtaste, dann bekomme ich so ein aperiodisches Signal, was aber zeitdiskret ist. Und das Index habe ich jetzt hier dran stehen n oder t. Das heißt, ich kann das einfach abzählen oder ich kann mir auch die Zeitskala, die absolute Zeitskala anschauen. Das Spektrum davon ist periodisch, weil es ein zeitdiskretes Signal ist. Das hatten wir uns im zweiten Kapitel schon angeguckt. Und die Formel für die Berechnung von meinem Spektrum hat jetzt hier kein Integral mehr, sondern eine Summe, weil mein Zeitsignal ja eine diskrete Natur hat. Das heißt, ich muss sie nicht mehr integrieren, sondern kann aufsummieren. Ansonsten, wenn Sie Formeln vergleichen, sieht das sehr ähnlich aus wie aus dem vorigen Beispiel. Und wenn mein Zeitsignal aperiodisch ist, kann ich es auch, brauche ich wieder eine unendliche Anzahl von Sinus- und Kosinusfunktionen, um das darzustellen. Und dementsprechend bekomme ich hier auch ein kontinuierliches Spektrum raus, was mir halt kontinuierlich beschreibt, welchen Gewichtungsfaktor ich jetzt für die ganzen Sinus- und Kosinusfunktionen benötige. Das ist jetzt ein Schritt nach vorne. Zeitdiskret heißt, ich kann das im Prinzip mit einem numerischen System, also einem Computer beispielsweise, berechnen, aber halt auch nur im Prinzip, weil ich ja unendlich viele Samples nach wie vor habe. Und wenn ich so ein Spektrum hier jetzt darstellen will, das habe ich ja schließlich auch mit einem Computer dargestellt, dann kann ich das näherungsweise mit der diskreten Fourier-Transformation machen, die wir uns auf der nächsten Folie angucken. Ja, mit so einem Trick Zero Padding, das schauen wir uns später noch an. So, jetzt habe ich gesagt, das Problem, was ich habe, ist, dass ich unendlich viele Samples habe. Also muss ich mich jetzt schweren Herzens auf eine endliche Anzahl n von Samples beschränken. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Fall, der jetzt hier vorliegt, genauso ist wie auf der Folie mit der Fourier-Reihe. Nämlich, dass ich sage, okay, dieses Spektrum wiederholt sich jetzt. Das heißt, ich gucke mir nur diesen Anteil hier an. Das ist die interessante Auswahl von Samples. Danach wiederholen die sich. Den muss ich mir den Rest gar nicht mehr anschauen. Das heißt, das Bild, was sich jetzt hier ergibt, das ergibt sich jetzt unabhängig davon, ob dieser Teil meiner Funktion jetzt wirklich
so ein Ausschnitt aus einer periodischen Funktion ist oder ob ich jetzt irgendwas herausgeschnitten habe und dann einfach das jetzt periodisch fortsetze, obwohl meine ursprüngliche Funktion gar nicht so ausgesehen hat. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen, weil ich nur noch n Samples habe. Wenn ich das jetzt wieder in die Zeitebene, in die Frequenzebene transformiere, dann bekomme ich natürlich zum einen ein periodisches Spektrum raus. Klar, weil mein Zeitsignal zeitdiskret ist. Ich bekomme jetzt aber auch ein Spektrum heraus mit diskreten Linien, was daran liegt, dass ich jetzt mein Signal hier quasi periodisch fortgesetzt habe. Und diesen Prozess, den kann man noch auf verschiedene andere Arten interpretieren, analysieren. Ich finde, jetzt fürs Erste ist es am einfachsten, sich vorzustellen, dass man diese begrenzte Anzahl von Samples, dass man die periodisch fortsetzt und dann ein Spektrum rausbekommt, was dem Spektrum meines zeitkontinuierlichen periodischen Signals relativ ähnlich sieht. Klar, bis auf die Wiederholspektren natürlich. Ich habe das deshalb hier jetzt übrigens auch grau gemalt, weil man könnte sagen, das sind Samples, die wiederhole ich jetzt nur in meinen Gedanken. Die müssen jetzt gar nicht wirklich periodisch sein. Und wirklich das Wahre sind jetzt nur diese N-Samples hier. Wenn ich mir jetzt die Definitionsgleichung angucke, dann summiere ich jetzt hier bei N-Samples und bekomme N-Frequenzpunkte raus. Und das sind jetzt endlich mal gute Nachrichten, weil ich jetzt diese Rechnung tatsächlich durchführen kann. Hier ist nirgendwo mehr ein Index, der bis ins Unendliche geht. Das heißt, das kann ich berechnen. Ich muss mir jetzt nur vorstellen, dass meine endliche Anzahl n von Samples, dass die quasi periodisch fortgesetzt ist. Weil man kann sich leicht vorstellen, wenn die nicht periodisch fortgesetzt ist in Wirklichkeit, dann stimmt mein Spektrum natürlich nicht so perfekt überein mit dem Spektrum meines Ursprungssignals. So, das gehe ich jetzt nochmal Schritt für Schritt durch. Ich habe eine reale Messsequenz, die kann jetzt entweder noch analog sein oder vielleicht schon diskretisiert. Als ersten Schritt taste ich auf jeden Fall jetzt erstmal ab. Und wenn ich das richtig mache, sprich wenn meine Abtastfrequenz hoch genug ist im Vergleich zur maximalen Signalfrequenz, habe ich keinerlei Informationsverlust. Dann muss ich mein Signal auch noch quantisieren, weil mein Rechner ja nur mit einem bestimmten Zahlenformat rechnen kann. Und wenn ich jetzt fein genug quantisiere, wenn ich das gut genug auflöse, dann habe ich dann hoffentlich nur geringen und tolerierbaren Informationsverlust. Und hiermit könnte ich jetzt bereits meine DTFT berechnen. Aber DTFT ist nur was, was ich jetzt nur analytisch, was ich jetzt quasi als Humanoider rechnen kann. Ein Computer kann das nicht, weil die DTFT ja über unendlich viele Samples läuft. Wenn ich es machen könnte, würde ich aber rausbekommen, dass in dem Bereich zwischen 0 und FS ich ein identisches Spektrum rausbekomme wie meine ursprüngliche Messsequenz. Das heißt, das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt fenstere ich und sage, eigentlich reicht mir das, wenn ich n Samples angucke und alles außerhalb setze ich jetzt einfach zu 0. Das ist der Bereich, der mich jetzt interessiert. Das ist aber immer noch eine DTFT. Ich habe immer noch unendlich viele Samples, auch wenn jetzt die allermeisten davon 0 sind. Das heißt, das kann ich immer noch nicht numerisch berechnen. Und jetzt sage ich, gut, diese Nuller-Samples, die sind eh uninteressant. Ich setze meinen Ausschnitt, meinen gefensterten Ausschnitt, den setze ich jetzt periodisch fort. Und dann kommt der eigentliche Hit von dem, was ich da jetzt mache. Dann ist nämlich dieser periodisch fortgesetzte Signalausschnitt, der liefert bei den Frequenzen K mal F1, das heißt bei den sozusagen Oberwellen meiner Grundschwingung, da liefert der mir exakt identische Spektrumswerte wie meine DTFT. Das heißt, ich bekomme zwar nicht das komplette Spektrum meines abgetasteten Signals, aber ich bekomme es zumindest bei einzelnen Punkten.
Man kann sich jetzt überlegen, wenn ich jetzt meine DFT lang genug mache, das heißt, wenn ich genügend Punkte n mir rauspicke, dann bekomme ich schon einen ganz guten Eindruck davon, wie das Spektrum meiner DTFT und wie dann letzten Endes auch das Spektrum meiner CFT aussieht. Das ist die eigentliche Idee, die ich jetzt hier in diesem Kapitel mache, warum ich die DFT berechne. Weil die DFT ist vielleicht nicht perfekt, aber die DFT ist die einzige Methode, die ich habe, mit der ich numerisch rechnen kann. Und deshalb mache ich das Ganze. Den Zusammenhang, den ich Ihnen jetzt gerade geschildert habe, den schauen wir uns nochmal in graphischer Form an. Wir starten mit einer zeitkontinuierlichen periodischen Sequenz. Und wir hatten ja gesagt, in Wirklichkeit gibt es keine unendlich ausgedehnten periodischen Sequenzen. Also schneiden wir da schon mal so einen Ausschnitt draus heraus und tasten ab. Das kann man sich auch umgekehrt vorstellen. Man könnte sich auch vorstellen, diese Messung wird erst abgetastet und diese unendliche abgetastete Sequenz, da schneidet man nachher ein Fenster raus. Auf jeden Fall enden wir jetzt mit dieser Sequenz hier. Die ist fast überall 0, bis auf so einen Ausschnitt. Und wenn wir jetzt den oberen Teil, diese periodische oder diese ausgeschnittene Messsequenz mit der kontinuierlichen Fourier-Transformation transformieren, dann bekommen wir entweder im oberen Fall über die Fourier-Reihe, bekommen wir hier die einzelnen Spektrallinien, oder bei so einem eher pulsförmigen Signal bekommen wir eine kontinuierliche Spektralverteilung. Mit der DTFT, ja, da bekomme ich ein Spektrum, das sieht genauso aus wie das von meinem einzelnen Puls, nur dass es halt wiederholt wird bis in alle Unendlichkeit, weil es ein abgetastetes Signal ist. Und weil ich das auch noch nicht numerisch berechnen kann, picke ich mir jetzt hier n Samples heraus und stelle mir so das vor, als ob die wiederholt wären. Das heißt, als ob jetzt meine Sequenz Teil eines periodisch wiederholten Signals ist. Das kann ich jetzt mit der DFT tatsächlich mit dem Computer berechnen. Einfach aus dem Grund, weil das jetzt ein periodisches Signal ist. Das heißt, es reicht, wenn ich mir die Samples von einer Periode angucke. Was ich dann herausbekomme, ist ein Linienspektrum, weil es ein periodisches Signal ist. Und dieses Linienspektrum ist wiederum periodisch und in aller Unendlichkeit wiederholt, weil es ja ein abgetastetes Signal ist. Vielleicht gucken Sie auch nochmal auf die Einheiten hier entlang meines Prozesses. Ich starte mit K und F. Also mit K kann ich jetzt meine Frequenzlinien durchzählen. Es geht aber um die Frequenzen eines aperiodischen Spektrums. Das heißt, das sind die ganz normalen Frequenzen, die wir kennen. Das gleiche gilt natürlich auch für das Fourier-Integral. Und hiermit angefangen, also mit der DTFT und auch bei der DFT, das sind abgetastete Signale. Und da rechnet man normalerweise mit der normalisierten Frequenz, also f dividiert durch fs. Und das heißt, zwischen diesen gestrichelten Linien hier ist mein Basisband und danach wiederholt sich das dann. Und der Grund, warum ich das jetzt eigentlich mache, ist, dass ich mir anschauen kann, dass der Spektralwert bei dieser Frequenz hier von der Fourier-Reihe, der entspricht für diesen Fall genau dem Spektralwert von meinem Fourier-Integral und der entspricht auch dem Spektralwert meiner DTFT und der entspricht dem Spektralwert meiner DFT. Das heißt, ich kann aus diesem Wert, und das ist der einzige, den ich jetzt numerisch berechnen kann, kann ich, wenn alles gut läuft, zurückschließen, wie groß war meine Frequenzlinie hier meines originalen analogen Signals oder beziehungsweise, wenn es kein periodisches Signal war, wie groß war mein x2 von f an dieser Stelle hier. Und perfekt funktioniert das nur, wenn ich diesen Ausschnitt hier, wenn ich den tatsächlich periodisch fortsetzen kann, es kommt dieses Signal hier raus. Das heißt, wenn die periodische Fortsetzung meines Ausschnitts, meiner Endsample, wenn die tatsächlich exakt identisch ist zu der
zu meinem ursprünglichen periodischen kontinuierlichen Signal. Ist das nicht so, und in der Praxis ist das eigentlich nie so, dann muss ich damit rechnen, dass ich gewisse Fehler mache zwischen hier und hier. Deshalb nenne ich das Ganze ja auch Spektralschätzung. Das heißt, mit diesem berechneten Wert bekomme ich immer nur einen Schätzwert davon, wie groß denn eigentlich mein Fourier-Integral hier war oder beziehungsweise meine Fourier-Reihe an dieser Stelle. Damit sind wir jetzt mit dem ersten Teil des dritten Kapitels schon durch. Danke fürs Zuhören.